kein Backup, kein Mitleid. Das ist halt ein Satz, der wird immer wieder gesagt, wenn es um das Thema Backup geht. Und eigentlich muss man sich doch selber mal überlegen, ist so ein Backup doch immens wichtig? Wenn ich mir so überlege, wie viel Zeit ich in mein Smart Home schon gesteckt habe, durch Recherchieren, durch Ausprobieren, durch Konfiguration und so weiter, halt allein die ganzen Programme, die erstellt worden sind, dann muss man sich doch auch überlegen, habe ich denn überhaupt all diese Daten und all diese Zeit natürlich auch, habe ich die vernünftig irgendwo gesichert, dass ich auch mein Backup zurückspielen kann, falls mal was passiert. Und genau das ist nun Thema diesen Videos und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Es gibt sicherlich sehr viele Möglichkeiten, irgendwie ein Backup zu erstellen für die Komponenten, die du in deinem Smart Home soweit installiert hast. Aber seien wir mal ehrlich, ein richtiges Backup ist doch eigentlich nur gut, wenn es irgendwie automatisch durchläuft. Ich selber zum Beispiel könnte mir immer wieder auch einen Termin setzen im Kalender, um ein Backup zu erstellen von meiner CCU, von meinem O-Broker und ähnliches. Aber seien wir mal ehrlich, macht man das dann? Kommt man wirklich dazu und nimmt sich die Zeit, dort ein Backup zu erstellen? Ich persönlich bin da nicht so der Beste. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Und in diesem Video möchte ich dir gerne den Back-It-Up-Adapter vom IO-Broker vorstellen. Und mit diesem Adapter ist es möglich, nicht nur den IO-Broker, sondern auch andere Systeme zu sichern. Aber nicht nur die Sicherung an sich ist wichtig, sondern genauso wichtig ist es auch, darüber nachzudenken, worauf und wohin man eine Sicherung schiebt. Nutzt du zum Beispiel hier den Raspberry Pi mit dem IO-Broker, das machen, denke ich mal, sehr, sehr viele, dann speichert dieser ja alles auf der SD-Karte, die halt im Raspberry Pi mit drin steckt. Und da macht es auch keinen Sinn, die Sicherung jetzt auch auf dem IO-Broker hier auf der SD-Karte zu speichern. Denn wenn diese kaputt geht, dann hast du von einer Sicherung auch nichts mehr. Und aus diesem Grund möchte ich in diesem Video dir zwei verschiedene Möglichkeiten zeigen. Zum einen wollen wir mit dem Back-It-Up-Adapter alle möglichen Daten auf einem USB-Stick sichern, der in deiner Fritzbox steckt. Zum anderen möchte ich dir die ultimative Lösung, sage ich mal, zeigen, so wie ich auch mein Smart Home sicher. Und zwar ist das auf einer Synology NAS. Und als kleinen Bonus gibt es dann auch nochmal eine Info, wie du das Ganze zusätzlich auch nochmal extern sichern kannst. Also wirklich extern von deinem Haus. Denn ja, es kann ja immer mal auch was mit deinem Haus passieren. Ist natürlich die Frage, ob man da noch Smart Home Sicherung braucht, wenn irgendwas mit deinem Haus nicht stimmt. Aber es kann natürlich auch sein, dass du irgendwie einen Einbruch hast oder so. Das will keiner hoffen jetzt an der Stelle. Aber was ist denn, wenn jemand dann deine Diskstation klaut und dein Raspberry Pi? Auch das ist möglich und entsprechend gibt es da auch Möglichkeiten, das Ganze irgendwie extern nochmal zu sichern. Hat auch noch andere Vorteile, aber dazu später mehr. Ich möchte jetzt erstmal mit dir starten zusammen und wir installieren nun erstmal den Adapter im IO-Broker, sodass wir dann auch da weitermachen können mit der Konfiguration. Ich bin jetzt eingeloggt auf meinem Admin-Oberfläche im IO-Broker und wenn ich jetzt hier auf der linken Seite auf Adapter klicke, dann kann ich relativ schnell meinen Adapter installieren, den ich haben möchte, und zwar den Back-It-Up-Adapter. Dazu auf die drei Punkte klicken, dann einmal hier auf das Plus und schon startet die Installation, die sehr schnell auch abgeschlossen ist. Ist diese abgeschlossen, dann gelangen wir hier nämlich auch schon in die Konfigurationsoberfläche. Und da möchte ich ja persönlich bei mir jetzt zwei Dinge sichern. Zum einen möchte ich hier den IO-Broker sichern und zum anderen möchte ich hier die Homematic CCU sichern. Und wenn wir das Ganze hier anhaken, dann sieht man auch, dass hier oben immer ein neues Tab erscheint. Ja, ich nehme das einmal weg von der CCU. Da haben wir nämlich jetzt weitere Konfigurationsmöglichkeiten. Klicken wir mal kurz auf den IO-Broker, dann können wir hier nämlich verschiedene Dinge schon mal konfigurieren, wie wir das Ganze sichern möchten. Als Sicherungszeit habe ich jetzt hier nachts um 2 Uhr gesetzt, dann möchte ich jeden Tag eine Sicherung dort durchführen vom IO-Broker und ich möchte 5 Sicherungen behalten. Das heißt, 5 Sicherungen werden immer abgespeichert und die 6., wenn die 6. Sicherung passiert sozusagen, dann wird halt die älteste wiederum gelöscht. So möchte ich das Ganze auch konfiguriert haben. Bei der CCU ist diese Konfiguration ähnlich. Als Sicherungszeit nehme ich dann natürlich eine andere, sonst muss er ja beides gleichzeitig machen, darum 1.30 Uhr, wir wollen ja auch nicht den Raspberry Pi überstrapazieren hier. Dann die Sicherung, das passt eigentlich für mich auch, die wird nur alle 3 Tage ausgeführt. Passt soweit für mich, denn so oft ändere ich in der CCU selber nichts. Im IO-Broker schon eher und in der CCU nicht, darum alles gut soweit. 5 Sicherungen möchte ich hier auch behalten.
hier bei der IP-Adresse, da trage ich nochmal kurz die IP-Adresse ein von meiner CCU und wenn gesetzt, Benutzername und Kennwort hier auch nochmal mitsetzen. Das Ganze dann einfach speichern und schließen und dann startet hier auch schon der Backadapter einmal neu. Allerdings, eine Sache haben wir nämlich noch vergessen und zwar, wir haben noch gar nicht festgelegt, wohin er das Ganze sichern soll. Auch das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und hier bietet der Backadapter verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Wir können das Ganze einfach nur kopieren auf ein externes NAS. Wir können das via FTP machen und das ist auch die Variante, die ich hier in dem Video einmal vorstellen möchte. Auf Dropbox können wir das Ganze sichern, wenn du einen Account hast. Sehr cool. Und wir können auch auf Google Drive das Ganze sichern. Auch das ist ziemlich genial eigentlich, denn so hast du auch schon eine externe Sicherung. Allerdings liegt halt das Ganze dann bei Google. Wie jeder halt mag, kann er halt irgendwie eine verschiedene Möglichkeit hier ausprobieren und die für sich selber dann nutzen. Wichtig ist mir nur an dieser Stelle, dass du auch wirklich ein Backup machst. Wie gesagt, möchte ich halt hier in dem Video jetzt erstmal FTP vorstellen und dann können wir das Ganze zunächst einmal hier lassen bei den Einstellungen, denn jetzt müssen wir damit beginnen und halt die Fritzbox vorbereiten oder halt die Synology und nutzt doch einfach halt hier den Timecode dafür, einfach dahin zu springen, was du bei dir konfigurieren möchtest, die Fritzbox oder halt die Synology, dann kannst du halt da schon entsprechend dann hinspringen. Im Backadapter haben wir gerade MyoBroker schon gesagt, dass wir das Ganze über FTP sichern möchten. Und ich habe jetzt schon eine kleine Vorbereitung getroffen, denn ich habe an meiner Fritzbox bereits über den USB-Port, der sich an der Fritzbox befindet, einen kleinen USB-Stick mit angeschlossen. Und diesen USB-Stick möchte ich jetzt verwenden, um einen Benutzer zu erstellen, der halt auf diesen USB-Stick schreiben darf. So ist halt auch wirklich die absolute Sicherheit hier gewährleistet, nicht dass irgendjemand anderes Benutzername und Kennwort nutzt, um halt irgendwelche Einstellungen vorzunehmen auf deiner Fritzbox, denn das wollen wir ja nicht. Darum bin ich jetzt hier auf der Oberfläche von meiner Fritzbox. Hier unter System, Fritzbox Benutzer, können wir jetzt nämlich einen neuen Benutzer hinzufügen. Da klicke ich einfach mal drauf und nenne diesen Benutzer mal Backup. Als Kennwort, da musst du etwas kreativer sein als ich. Ich nenne es jetzt einfach mal hier Backup 1234. Natürlich sollte man hier auch ein entsprechend langes Kennwort mit Sonderzeichen und Zahlen und so weiter halt nutzen. Diesen Benutzer, dem geben wir halt nicht den Zugang aus dem Internet, auch Einstellungen und so weiter darf dieser Benutzer nicht vornehmen, aber wir müssen ihm halt Zugang gewähren zu NAS-Inhalten, also auf den USB-Stick, den wir mit angeschlossen haben. Dafür klicken wir jetzt hier auf Verzeichnis hinzufügen und sagen wir jetzt hier, dass wir ein Verzeichnis auswählen wollen, auf das halt dieser Benutzer Zugriff bekommt. Da nutze ich jetzt hier meinen USB-Stick und klicke unten nochmal auf OK. Jetzt haben wir hier die Einstellung schon mal für diesen Benutzer festgelegt und klicken unten wieder auf Übernehmen, denn das haben wir schon mal erstellt. Was wir allerdings zusätzlich nochmal machen müssen, ist halt den FTP-Dienst auf deiner Fritzbox. Den müssen wir auch nochmal aktivieren. Und dafür klicken wir hier auf der linken Seite auf den Punkt Heimnetz und dann auf USB-Speicher. Hier nun sehen wir auch noch mal kurz den internen Speicher und auch den USB-Stick, der halt mit angeschlossen ist. Können halt sehen, wie viel Speicher da noch drauf frei ist und so weiter. Scrollen hier auf dieser Seite aber mal runter, denn hier haben wir auch den Punkt Zugriff über FTP aktiv. Und da müssen wir noch mal den Haken setzen und unten auf Übernehmen klicken, sodass dieser UFTP-Dienst auf deiner Fritzbox auch entsprechend aktiviert worden ist. Das war jetzt schon mal die Einstellung hier und die Konfiguration von deiner Fritzbox. Und entsprechend, wenn du halt keine Synology nutzen möchtest und dir dieses auch nicht mit anschauen möchtest, kannst du natürlich gerne, würde ich sagen, spul doch einfach mal vor in dem Video hier zu dieser Minute. Hier nun im IO-Broker, dort erstellen wir jetzt gemeinsam einen Benutzer, der halt nur das Recht bekommt, über FTP Daten speichern zu dürfen und auch nur in einem bestimmten Verzeichnis. So haben wir die maximale Sicherheit immer noch eingestellt, hier in deiner Synology Disk Station und entsprechend kannst du auch keine weiteren Probleme mitgeben und das ist natürlich uns beiden da sicherlich sehr wichtig. Dafür bin ich jetzt hier auch eingeloggt schon auf der Synology und da springe ich jetzt allererstes mal kurz in die Systemsteuerung. Hier nun in der Systemsteuerung klicke ich wiederum auf Benutzer und hier kann ich dann auch einen neuen Benutzer erstellen und hinzufügen. Als allererstes gebe ich hier mal einen Namen ein, sagen wir mal Backup-User.
Dann halt ein Passwort. Auch da musst du natürlich wieder ganz kreativ sein und da halt möglichst gutes Passwort auch wählen. Und dieses Passwort müssen wir dann hier an dieser Stelle auch nochmal kurz bestätigen, damit es auch richtig ist. Jetzt habe ich mich hier vertippt gerade. So. Dann Benachrichtigungen für neuen Benutzer brauchen wir nicht, weil ich ja selber Admin bin. Dieser Benutzer, der braucht auch nicht irgendwie sein Kundenkennwort oder sein Passwort auch ändern können. Das muss dieser Benutzer nicht dürfen. Klicken hier auf Weiter. Hier an der Stelle ist es wichtig, dass der auch nur die Benutzerrechte bekommt, keine Adminrechte und HTTP-Rechte benötigt er ebenfalls nicht, denn hier kannst du diesen Benutzer einer Gruppe zuweisen. Dann hier an der Stelle können wir schon mal eine Berechtigung für einen gemeinsamen Ordner halt wählen. Den erstellen wir gleich gemeinsam. Darum lassen wir es hier erstmal so bei dieser Einstellung. Im Moment hat er nämlich nirgendwo Zugriff drauf. Auch eine Kontingent braucht er auch nicht. Da kannst du festlegen, wie viel darf denn dieser Benutzer überhaupt hochladen oder runterladen. Auch das brauchen wir an dieser Stelle ebenfalls nicht. Klicken wir nochmal auf Weiter. Und jetzt können wir dem eine bestimmte Anwendung hinzufügen. Und wir möchten ja, dass dieser Benutzer nur via FTP Daten sichern darf. Also kann ich jetzt hier das Ganze überall verweigern. FTP, ja, kann ich hier nochmal auf Zulassen klicken, bekommt er aber auch automatisch schon über die Gruppe. Hier bei den Gruppenrichtlinien steht es nämlich auch, Zulassen, also das darf er da auf jeden Fall. Die anderen überschreibe ich hier allerdings mit den Userrechten, sodass der hier halt nirgendwo darauf zugreifen darf. Und jetzt hier in der Vorschau, das ist auch unsere Spalte, auf die wir uns konzentrieren sollen. Da steht halt, dass er bei FTP den Dienst halt nutzen darf. Den Rest darf dieser Benutzer einfach nicht. Klicken wiederum auf Weiter. Jetzt können wir nochmal sagen, dass halt eine Geschwindigkeit auch eingestellt werden darf oder eine Upload-Beschränkung von der Geschwindigkeit her. Lassen wir hier raus, brauchen wir nicht. Klicken nochmal auf Weiter und nun zuletzt auch nochmal auf Übernehmen. Und jetzt wird unser neuer Benutzer hier schon mal erstellt auf der Synology. Ist dann der Benutzer erstellt, dann kannst du als nächstes dir halt einen gemeinsamen Ordner halt einstellen für diesen Benutzer. Dafür klicke ich hier auf gemeinsamen Ordner und hier auf Erstellen. Den Namen gebe ich jetzt einfach mal Backups ein und einen Papierkorb brauchen wir ja eigentlich nicht so weit für diesen Ordner. Den können wir soweit rauslassen. Und ebenso sage ich, dass wir diesen Ordner verbergen möchten in der Netzwerkumgebung. So kann auch kein anderer Benutzer oder ein Admin oder ähnliches auf diesen Ordner drauf zugreifen und aus Versehen halt irgendwie was löschen. Darum finde ich das eigentlich ganz interessant, dass wir halt diesen Ordner auch verbergen und ja, ein bisschen verstecken können. Klicke dann hier nochmal auf Weiter. Kann diesen Ordner auch nochmal verschlüsseln, wenn ich das möchte. Verschlüsselung ist dafür da, wenn jetzt angenommen jemand klaut die Diskstation. Auch das ist ja möglich. Dann kannst du den Ordner verschlüsseln und immer, wenn dann halt der entsprechende Dieb diese Diskstation starten würde, ein Benutzername und ein Passwort Reset zu machen, ist super einfach da drauf. Steht auch auf der Synology-Seite. Aber wenn ein Ordner verschlüsselt ist, dann kommt dieser halt nur daran, wenn er halt wirklich auch das Kennwort kennt für diesen Ordner. Denn nach jedem Neustart von der Diskstation muss halt dann dieser entsprechende Schlüssel eingetragen werden und eingegeben werden, sodass man auch wieder Zugriff bekommt auf dieses Laufwerk. Brauchen wir dieser Stelle nicht, lasse ich raus, aber dass du auch weißt, worum es da halt geht mit der Verschlüsselung hier. Dann können wir hier nochmal das sagen, dass wir die Datenprüfsumme aktivieren möchten. Das mache ich hier in diesem Fall, weil wir ja nicht irgendwie eine VM darauf laufen haben oder ähnliches. Also nicht viel Datenverkehr dort ist. Darum macht es auch Sinn, einfach mal die Datenintegrität einfach zu überprüfen. Gut, haben wir das gemacht, dann können wir das Ganze jetzt übernehmen und der Ordner an sich, der wird jetzt schon mal erstellt. Als nächstes gelangen wir jetzt nochmal in einen Assistenten, der uns dann nochmal die Berechtigungen freigibt, so dass wir da auch einen Schreibzugriff halt haben wollen und können. Und da haben wir den Backup-User gerade eben erstellt und der darf hier lesen und schreiben. Zusätzlich darf ich das und der Admin halt als Benutzer ebenfalls. Das passt soweit und das lasse ich auch hier. Klicke unten nochmal auf OK und jetzt haben wir hier unseren Backups-Ordner schon mal erstellt auf der Diskstation. Was wir allerdings auch nochmal machen müssen, ist den FTP-Dienst aktivieren, wenn es bei dir noch nicht aktiviert ist. Dafür klicke ich hier auf Dateidienste und dann hier oben auf FTP und hier können wir nochmal diesen FTP-Dienst aktivieren und auch SSL halt nochmal mit aktivieren, wenn du das möchtest. Ist nicht zwingend im lokalen Netzwerk notwendig, allerdings macht es auch durchaus Sinn, das Ganze hier zu machen. Prima, dann das Ganze nochmal auf Übernehmen und entsprechend haben wir die Diskstation auch vorbereitet für deinen Benutzer und für deine Sicherung halt über FTP.
Anfangs im Video sprach ich aber ja auch davon, dass du halt auch nochmal zusätzlich ein externes Backup machen kannst von den Daten, die du auf der S-Diskstation hast. Das umschließt nicht nur jetzt die Sicherung von deinem Smart Home, sondern zum Beispiel auch wichtige Sachen wie irgendwie Buchhaltungsdokumente oder ähnliches. Auch sowas würde ich mir immer überlegen, das irgendwo auch nochmal extern zu sichern. Großer Vorteil ist nämlich auch, dass du eine Art Versionierung da hast. Du kannst immer nochmal wieder zurückspringen auf einen älteren Stand, der zum Beispiel vor 2 Monaten war oder ähnliches. Das macht durchaus Sinn, sowas mal darüber nachzudenken. Hierfür nutzt man einfach Hyper-Backup. Das ist super einfach einzurichten, nutze ich halt schon Ewigkeiten. Ich persönlich nutze jetzt nicht die Variante, die ich hier zeigen möchte in dem Video, sondern ich habe meine ganz alte Diskstation, ich glaube, die ist 10 Jahre alt, die habe ich bei meinen Eltern positioniert und nutze halt auch dort Hyper-Backup, um halt übers Internet dorthin nochmal eine externe Sicherung zu haben. Aber du kannst hier unten auch nochmal eine neue Datensicherungsaufgabe erstellen und das Ganze übers Synology C2 Cloud Backup zu machen. Und das Gute nämlich auch an diesem Cloud Backup ist, du kannst es auch nochmal 30 Tage testen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen hier, ich möchte das Ganze 30 Tage lang testen, dann können wir halt sagen, okay, was möchte ich denn sichern und wie viel? Und wir haben hier eine Sicherung von 100 GB, die einmal am Tag durchgeführt werden kann und das kostet 9,99 Euro im Jahr. Finde ich, ist wirklich nicht zu teuer und das könnte doch jeder irgendwie sich mal überlegen, auch dort nochmal eine externe Sicherung zu haben. Dann bekommen wir hier einen Assistenten, der einen sehr schön hier nochmal durchführt. Und am Ende von dem Assistenten müssen wir hier nochmal sagen, dass wir halt Hyper-Backup, aber auch Zugriff auf dieses Cloud-Backup gewähren. Bestätigen das Ganze hier nochmal mit Ja und können dann halt unsere entsprechende Sicherung hier erstellen. Hier die Sicherungsaufgabe, die nenne ich jetzt hier einfach mal C2-Backup, dann weiß ich auch, was das ist. Klicke nochmal auf Weiter und jetzt an der Stelle können wir dann nämlich sagen, welche Ordner wir denn überhaupt sichern wollen. Hier bei mir ist es dann der Backups-Ordner, den möchte ich komplett sichern. Klicke auch nochmal auf Weiter. Könnt ihr noch eine Anwendung auswählen, auch das ist möglich, aber zu tief möchte ich jetzt hier auch nicht ins Detail gehen. Es geht ja nicht um die Synology an sich, sondern halt eher um das Smart Home Backup. Und entsprechend wird jetzt hier ein Backup erstellt. Das läuft täglich um 19.30 Uhr halt ab und sichert halt alle meine Daten von meinem Smart Home auch nochmal extern auf die Cloud von Synology, die wie gesagt halt in Deutschland, ich glaube sogar in Frankfurt, ist es im Rechenzentrum steht. Also man muss auch nicht irgendwie Angst haben, dass das halt irgendwo auf einer Insel steht im Pazifik oder wie auch immer. Kein Problem also und somit hast du halt wirklich ein perfektes Backup von deinen Daten, sodass diese dann auch entsprechend nochmal extern gesichert werden, falls irgendwie was mit deiner Synology irgendwie nicht stimmen sollte oder ähnliches. Darum ein ganz wichtiger Punkt hier an dieser Stelle nochmal. Sind jetzt die Einstellungen halt an unserem Ziel, wo halt die Datensicherung gemacht werden soll, soweit getroffen, dann geht es weiter hier im I.O. Broker. Denn hier im Adapter vom Backup, da müssen wir jetzt ja noch unser Sicherungsort halt auch nochmal konfigurieren, ist klar. Darum habe ich jetzt hier FTP schon angehakt und du siehst es hier schon, oben gibt es auch nochmal einen neuen Reiter mit FTP. Und hier können wir jetzt an der Stelle einfach mal die IP-Adresse von unserem Host, das heißt von unserem Ziel halt eintragen. In diesem Fall wäre es bei mir jetzt zum Beispiel die Fritzbox. Und da nochmal Benutzername und auch das Passwort, das muss hier ebenfalls nochmal mit eingetragen werden an dieser Stelle. Und ganz unten, da solltest du hier auf jeden Fall den Pfad nochmal mit rausnehmen, wenn du das Ganze direkt auf dem USB-Stick sichern möchtest. Auch hier löschen alter FTP-Sicherungen würde ich mit anhaken, dann werden wie gesagt die alten Sicherungen auch nochmal wieder rausgenommen. Wenn du das Ganze auf der Synology speichern möchtest, dann musst du hier den Pfad allerdings nochmal anpassen, denn hier muss auch zum Beispiel dann die Freigabe stehen. Bei mir war das ja Backup und entsprechend muss hier auch dieser Ordner mit dargestellt und reingeschrieben werden, wo halt dann überhaupt die Sicherung mit starten oder eingetragen werden soll. Das ist hier wichtig, dass das bei der Synology auch nochmal mit eingetragen wird. Ist das Ganze dann gemacht, dann können wir hier auch schon wieder raus. Ich nehme das hier kurz nochmal mit raus, weil ich das Ganze auf der Fritzbox sichern möchte. Starte hier den Adapter einfach nochmal neu und kann dann an der Stelle auch nochmal eine manuelle Sicherung einfach mal durchführen. Einfach um zu gucken, ob es auch klappt, das Ganze. Dafür jetzt einfach zum Beispiel im I.O. Broker hier einfach mal diese Sicherung starten und dann sehen wir gleich auch, ob das Ganze geklappt hat oder nicht. Denn dieses wird halt wunderbar hier mit dargestellt auch und hier steht es dann auch, die Daten sind per FTP auch übertragen worden und entsprechend hat das Ganze geklappt, sodass diese dann auch auf deinem USB-Stick der Fritzbox halt gespeichert werden.
Ich habe jetzt bereits vor einiger Zeit auch diesen Adapter genutzt, um halt mein Backup mal zurückzuspielen. Und wie das funktioniert hat, das möchte ich dir hier an dieser Stelle einfach nochmal der Vollständigkeit halt mit einblenden. Ich bin hier jetzt in meinem System, was ich gerade neu aufgesetzt habe. Und das Einzige, was ich eigentlich hier gemacht habe, ist, ich habe diesen Back-It-Up-Adapter hier installiert. Ebenso, was ich gerade eben auch schon gemacht habe, ist, dass ich hier meine Konfiguration einfach hier eingespielt habe. Das Einzige, was ich danach machen musste, ist das FTP-Passwort irgendwie nochmal reinsetzen. Das hat nicht geklappt, kann auch sehr gut sein aus Sicherheitsgründen, was ja auch irgendwie richtig und verständlich ist. Das hat auf jeden Fall bei mir nicht geklappt, vielleicht ist es bei dir doch anders. Was du jetzt nur machen musst, ist, wir gehen hier oben auf den Tab Wiederherstellen und haben jetzt hier als Backup-Quelle FTP schon ausgewählt. Irgendwie habe ich hier persönlich immer so ein bisschen Darstellungsprobleme. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass FTP nicht angezeigt wird. Du kannst hier aber einfach mit dem Mausrad zum Beispiel runterscrollen und kannst hier FTP auswählen und kannst dann hier nach aktuellen Backups suchen. Das dauert immer einen kleinen Moment, denn jetzt verbindet er sich ja gerade zur NAS und jetzt haben wir hier auch schon den FTP halt als Ausfallfeld da und kann jetzt hier auf IO Broker klicken und habe hier jetzt aktuelle Backups drin. Das heißt, ich klicke danach einfach nur noch hier auf dieses kleine Icon auf der rechten Seite und kann dann jetzt alle möglichen Sachen jetzt hier damit auch wieder herstellen. Das Ganze dauert jetzt und läuft auch mehr oder weniger so ein bisschen im Hintergrund ab. Das heißt, man sieht nicht immer etwas, was da so passiert. Ist aber ganz normal und entsprechend müssen wir jetzt einfach ein bisschen abwarten. Das heißt, hier passiert jetzt doch schon mal ein bisschen. Kann hier auch nochmal sagen, dass ich Pop-ups zulasse und jetzt sehen wir hier auch schon mal ein bisschen mehr. Das heißt, wir sehen hier auch einen Log-Adapter und hier unten steht es jetzt nämlich auch schon, das ist aber auch neu, muss ich sagen, dass halt Restore completed ist und ja, Log kann halt auch wieder auch geschlossen werden. Das heißt, es ist alles schon überspielt und eingerichtet, aber noch nicht ganz eingerichtet, denn wenn wir jetzt mal bei den Instanzen schauen, dann haben wir da schon viele drin, aber man sieht so ein bisschen auch, ja, irgendwas passiert da noch. Also an der Stelle den IO Broker einfach noch ein bisschen in Ruhe lassen. Alles Mögliche passiert jetzt nämlich im Hintergrund. Das heißt, hier werden alle möglichen Adapter jetzt weitgehend installiert und es dauert einfach ein bisschen, bis diese halt installiert sind. Man kennt das ja auch von sich selber, beziehungsweise wenn man selber einen Adapter installiert, dass dieses halt immer ein bisschen dauert. Also einfach IO Broker ein bisschen in Ruhe lassen sozusagen und dann passiert das Ganze schon von alleine. Hier im Log sieht man übrigens ebenfalls, dass halt hier mit NPM jetzt alles Mögliche auch installiert wird, noch im Hintergrund. Das heißt, das dauert noch ein bisschen. Das war nun mein Video zum Thema Sicherung vom Smart Home. Wir haben halt den IO Broker dadurch gesichert und die CCU. Wie du die CCU zurücksichern kannst, das kannst du einfach im Web-UI machen. Dort in der Systemsteuerung hast du den Punkt Sicherheit und kannst dort diese Backups, die wir ja über den IO Broker erstellt haben, einfach mit einspielen und hast dort auch dann die Möglichkeit, wieder auf den Stand zurückzuspringen von deiner CCU. Ja, ich denke, damit haben wir wirklich ein sehr gutes Backup. Bei mir nutze ich dieses Backup schon seit ungefähr einem Jahr, glaube ich, läuft das so in dieser Konstellation. Habe damit nie Probleme gehabt, auch schon mal Daten zurückgespielt, wie du es gesehen hast. Funktioniert also tadellos. Wie immer, alle möglichen weiteren Infos gibt's auf verdrahtet.info. Den Link zu dem Artikel, den blende ich dir einfach hier unten in der Videobeschreibung auch nochmal mit ein. Und solltest du noch irgendwie eine Frage haben, dann schreib mir diese doch gerne mal mit hier in die Kommentare. Wie immer freue ich mich natürlich sehr, sehr über einen Daumen hoch von dir und über ein Abo des Kanals. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder und bis bald erstmal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.